Help, help. Ah Gott, hier den Durchgang muss ich auch mal optimieren. Wie mache ich das eigentlich am besten? Ja. Den Hügel hier wahrscheinlich abtragen. Dann wäre ein definitiv besseren Durchgang. Als im Moment. Denn hier raus könnte ich eigentlich schon eine kleine provisorische Kaktusfarm machen. Ne, da so, danke. Jetzt fällen wir mal Holz. Warum ist die Ebene echt so baumfrei? Haben wir da von Anfang an schon Bäume gefällt oder waren da einfach nur keine? Das wüsste ich auch mal gerne. Guck mal, das sind Schafe. Elb! Nein, ich habe den Setzling kaputt gemacht. Da ist auch noch eins, da ist auch noch eins und davon ist auch noch eins. Das wird auch jetzt Wolle verlieren. Danke. Ist eigentlich schon leicht bitter für die Schafe, dass man sie schlagen muss und sie dann einfach vor Schreck ihr Fell verlieren. Ich glaube, hier muss ich das Laub von Hand entfernen, damit das Blattzeug da oben weggeht. Oh je, voll angepflanzten Bäume ist auch keiner gewachsen. Das ist ja weniger vorteilhaft. Lass mal halt das so machen jetzt. Und einfach so immer wieder Holz fällen. Einfach hoffen, dass im Verlauf des Tages da unten die Bäume wachsen. Wieso sind hier eigentlich immer ab und zu so Kiesfelder? Ich verstehe das gerade gar nicht. Wie die da hinkommen. Und was die da bringen. Und überhaupt und sowieso. Was mache ich hier? Ja klar, also ich fälle Holz. Für die Häuser in der Burg. Aber sonst, ja gut. So richtig effektiv ist das vom Gefühl her nicht. Kann man ja mal ganz offen ansprechen. So. So, oh, da ist die Axt kaputt gegangen. Die Bäume nach vorne sind immer noch nicht gewachsen, unsere eigentliche Plantage. Was schon sehr schade ist. Okay. So. Drei und Holz.
Das ist irgendwie sehr effizient, Holz zu farmen. Das Blöde ist, dass wir damit den ganzen Wald hier ausrotten. Den wir auch nie so schön wieder hinbekommen werden. Ja gut, es gibt Schlimmeres. Es gibt Schlimmeres. So. Und nun, Setzling. Sollte erst mal die ganze Setz. Wo habe ich eigentlich angefangen? Ich glaube, vorne. Ja, das sieht gut aus. Das ist noch schon relativ viel gespawnt. Setzlinge müssen wir natürlich einsammeln. Damit wir auch wieder Bäume pflanzen können später mal. Ah, so rum bin ich jetzt eigentlich. Oh, da ist ein Schaf, da muss ich. Schaf! Schaf! Bleib stehen! Komm her zu Papa! Hey, danke für Ihre Wolle. Wieso sieht sich Schafe eigentlich immer? Ich verstehe das nicht. La la la. So, erstmal das hier. Dann Setzlinge. Jede Menge Setzlinge. Setzlinge. Was wollte ich sagen? Keine Ahnung. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Ah ja, wir haben schon 2 Stacks Holz gesammelt. Wir sind gut. Ja, gut. Das sagte ich bereits, glaube ich. Verdammt. Warum die spawnt das hier? Ach, das waren 2 ineinander gewachsene. Die tun sich immer so schwierig mit dem Verschwinden. So. Okay, das sind jetzt hier dann 3 ineinander gewachsene. Die werden sich noch schwieriger tun danach immer im Verschwinden. Vor allem, weil der hier in der Erde feststeckt. Die hier alle drin miteinander verbunden sind. Gut, der Baum verliert schon Setzlinge, ohne dass ich ihn gefällt habe. Dann fäll ich ihn mal, damit es ihm nicht so schlecht geht. Vorne ist wieder ein Schaf, das töte ich dann gleich mal. Schaf, komm her! Schaf, nein, nein, nicht wegrennen! Wie soll ich ja mal töten? Ich klopp ihm doch nur schnell die Wolle runter. Ziehen das Fell über die Ohren. Okay, Fell über die Ohren ziehen ist dann doch irgendwie wieder töten. So. Ich glaube, ich habe die mitten in der Nacht angepflanzt. Das könnte sein, ne? Das heißt, die werden auch mitten in der Nacht wachsen. Das war das geilste Timing ever, eine Baumbahn zu legen. Oh Gott. Mein Gott, wer hat mir denn damit ins Hirn gemacht? Wir sind hier 2 Setzlinge. Meine Güte. Ich weiß jetzt zwar nicht, wie ich darauf jetzt gerade gekommen bin, aber irgendwie habe ich gerade meine Blümchen im Kopf.
Und haben nämlich früher schon ganz früher festgestellt, Benjamin Blümchen ist doch eigentlich nur die Bibi Blocksberg für Jungs, oder? So rein von der Besetzung der Charaktere. Die Reporterin heißt in beiden Hörspielen, ich kenne das nur als Hörspiel, heißt doch gleich. Diese rasende Reporterin. Zumindest hat sie es mal. Kennt aber wahrscheinlich eh keiner mehr, oder? So, ja, gut, mal davon jetzt abgesehen. So, haben wir mal mehr Bäume gepflanzt. Kann dieses Feld auch mal wachsen? So ganz spontan. Oh Gott, das wird's Nacht. Ich will das nicht. Ich will nicht, dass es Nacht wird. Ich mag die Nacht in Minecraft nicht. Vor allem, ich weiß sowieso genau, dass das hier wieder Riesenbäume werden. Ich sehe es doch schon kommen. Ich sehe es schon haargenau kommen, dass das Riesenbäume werden. Dass ich mich jetzt schon wieder frage, wieso ich das gemacht habe. Genauso sieht's aus. Gut. Nachthimmel. Sterne. Es wäre schön, wenn ich wüsste, wie man hier Mods installiert für diesen. Es gab doch mal diesen Helm mit einer integrierten Fackel. Den man allerdings vor jedem Update wegschmeißen musste. Weil es sonst zu Spielabstürzen kam. Und wenn man eine Truhe gelegt hat, dann immer, wenn man die Truhe öffnen wollte. Ja. Mein Gott. Mittlerweile wäre das einfach nur noch so ein lila Block-Item, das einfach nicht bekannt ist von der ID her. Aber früher hier war das ja noch nie so. Da war ja alles anders. Oh Gott, ich sehe nicht. Gut. Ich würde aber sagen, mit dem Problem, den man jetzt hier hat, wird sich dann Zukunftsgilde auseinandersetzen, weil ich warte ja eh nur, bis die Bäume wachsen. Ich kann jetzt nur hinterrennen und die Setzlinge schon einsammeln, die bereits gedroppt sind. Wenn überhaupt noch welche gedroppt sind, das weiß ich ja noch nicht. Da will ich auch mal runter ins Wohnzimmer zu meiner Katze schauen, ob sie jetzt doch mal rein will, weil ich glaube, es ist schon spät. Und es hat zum letzten Mal draußen geregnet. Und als ich hoch bin, wollte die Katze nicht rein. Sie kam jedenfalls nicht. Und wenn sie rein will und sie ist gerade weit weg und ihr gefällt irgendwas draußen nicht und hört unsere Terrassentür, eine Minute, sie sprintet dann eine Minute lang durch und steht dann vor unserer Tür. Ja, das macht die wirklich so. Wie auch immer die das von so weit weg hören kann. Das ist halt gut, Katzen hören natürlich deutlich besser, ne? Aber ist ja schon eine Schar, ein Schaf. Wieso droppt ihr nur so wenig Wolle im Moment? Oh, stirbt doch. Jetzt spawnt dann wenigstens ein neues. Ja, gut. Ich will mal sagen, ich pflanze noch die paar Setzlinge an, die ich noch da habe im Inventar. Dann beende ich das Ganze hier wieder.
Bis dahin und auf Wiedersehen.